Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Snap. So, wir haben immer noch offen, wo es frisst und schläft und die alten Rivalen. Da müssen wir noch irgendwie herausfinden, was wir da machen müssen. So, ich würde sagen, ich konzentriere mich jetzt mal auf den ersten Teil. Mit dem, wo es frisst und schläft. Der war jetzt ziemlich am Anfang und irgendwas muss ich ja da machen, dass dort irgendwas passiert, was wir noch nicht gefunden haben. So. Also wir wissen, das Tangolos können wir aufwecken. Und das geht dann hier hoch. Das sehen wir dann von der anderen Seite auch. So. Und hier können wir das Pinsir gleich rauslocken mit einem Scan. Und dann müssen wir Lumina Ball schmeißen. So, und jetzt können wir hier Musik spielen, einen Apfel werfen. Hier geblieben. Und nochmal scannen. Nochmal scannen. Okay. Da kam gerade ein Scaraborn von oben gefallen. Okay, wir müssen nochmal scannen. Ich starte die Strecke nochmal neu. Das war ein bisschen spät. Ich hätte kein Foto wahrscheinlich mehr hinbekommen. Ich arbeite zu wenig mit diesem Scanner, glaube ich. So. Also, Tangolos mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Aber eben hatten wir es auf jeden Fall auch da sitzen. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir scannen. Kann ich hier schon das Pinsir treffen? Einmal nach draußen. Und jetzt nochmal scannen. Nochmal scannen. Da ist es. Scaraborn. Okay, ich weiß nicht, welches der beiden Pokémon wir hätten fotografieren müssen. Aber ich denke, das dürfte das Event jetzt gewesen sein. Ah, und da fliegt Scaraborn. Wo fliegt's hin? Ah, es fliegt hier hinter. Und da hinten ist dann auch das Pinsir. Haben wir dann vielleicht gleich das nächste Event? Okay, da hinten kommt Pinsir. Okay, die kämpfen jetzt. Okay, die Frage ist, welches Foto brauche ich? Brauche ich Scaraborn oder Pinsir? Oh, das ist cool. Okay, da fliegt's weg. Hätte ich noch Musik machen können oder irgendwas? Hut, Hut feiert. Ah, und da sind die Raupis wieder. Kommen die nochmal? Okay, die kommen nur einmal. Okay, so. Haben wir jetzt beide Quests auf einmal erfüllt? So, wir haben tolle Schnappschüsse gemacht von zwei Pokémon. So, 4-Sterne-Foto von Pinsir. Aber ich brauche eins
Okay, Pinsir, das ist kein 4-Sterne-Foto. Wahrscheinlich ist das von Scaraborn. Dann würde ich mal hier eins nehmen, wo die beiden kämpfen. Frage ist nur, welches? Das sucht's aus, aber da kennt man. Das sieht auch ziemlich gut aus. Oder hier so eins? Habe ich nicht noch eins, wo Pinsir das Scaraborn hochhebt? Hm. Aber die sind alle so klein. Okay, ich nehme das hier mal. So, und hier mal Scaraborn. Auch 4 Sterne. Und hier haben wir ein 3-Sterne-Foto. Die Frage ist, ob das 3-Sterne-Foto ist, was wir haben wollen. Weil 4 Sterne habe ich auch noch nicht. Ist auch hier wieder am Kämpfen. Okay, ich probiere erstmal das 3-Sterne-Foto aus, glaube ich. Hoch, so. Und zwar, wo es am Boden liegt. Am besten hier mit Augen offen. So, und dann hoffen wir mal, dass eins davon, oder vielleicht beide sogar, die Aufgaben sind, die wir brauchen. So, Pinsir. Pinsir beim Kämpfen. Erstes 4-Sterne-Foto. Auch über 4000, sehr gut. Okay, Pinsir ist vervollständigt, aber das ist kein Auftrag gewesen. So, und jetzt haben wir hier Scaraborn als 3-Sterne-Bild. Auftrag erfüllt. Okay, das 3-Sterne-Foto von Scaraborn ist quasi der Auftrag gewesen. Dann behalten wir das. Und das 4-Sterne-Foto wissen wir, wo wir es bekommen, auch beim Kämpfen. Das können wir auch noch machen. So, Level haben wir immer noch auf Max. Ein paar Punkte haben wir bekommen, bringt uns aber nichts mehr weiter. Aber wir haben auf jeden Fall den Auftrag erfüllt, zumindest den ersten. So, zum Basiscamp zurück. So, alle Aufträge. Wo ist Frisst und Schläft? Sehr gut. Bravo, du hast es gefunden. Scaraborn hängt an diesem Baum. Ja. Okay. Schönes Foto auch geworden. Und als nächstes müssen wir alte Rivalen machen. Da haben wir irgendwas nicht geschafft eben. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal.